Excel rechnet nicht. Was tun? Normalerweise erfolgt die Berechnung von Formeln bei Excel automatisch. Wenn das nicht der Fall ist, hat das verschiedene Ursachen. Willkommen zu diesem Video. Sehen wir uns das anhand eines Beispiels näher an. Ich habe hier eine einfache Summenformel. Summe über die beiden Excel-Zellen F8 und F9. In diesem Fall ergibt sich die Summe von 30.500 Euro. Wenn ich aber jetzt in dieser Zelle einen neuen Wert eingebe, aktualisiert sich diese Summenberechnung nicht mehr. Die Ursache liegt darin, dass Excel so konfiguriert werden kann, dass Formeln automatisch oder manuell berechnet werden. Diese Einstellungen können angepasst werden. Dazu geht man auf Datei, Optionen und nun in diesem Fenster gibt es den Bereich Formeln und wählt unter den Arbeitsmappenberechnungen die Checkbox für automatisch. Ich bestätige mit OK und wie man sieht, aktualisiert sich nun die Summenformel wieder. Ich freue mich über Abonnenten meines Kanals und Kommentare oder einen Like und sage Tschüss, bis bald.